Weltkarten zum Zeichnen ist kompliziert, schwierig und langwierig. Darum zeige ich euch heute, wie man eine Weltkarte klaut. Nehmen wir als Beispiel einfach mal diese Manga-Seite. Man kann natürlich auch einen Atlas oder sonst irgendwas nehmen, aber ich habe das hier in meinem Archiv gefunden, also nehmen wir es mal als Beispiel. Das erste, was wir machen müssten, ist die Elemente zu entfernen, die wir nicht brauchen. Also in diesem Fall zum Beispiel die Charakterbilder zusammen mit den Sprechblasen. Wenn wir damit fertig sind, haben wir einigermaßen viele leere Stellen. Das heißt, wir nehmen einfach ein paar Grenzen von der Karte, ich habe es schon mal vorbereitet, und füllen die leeren Stellen in einer Art, die wir interessant finden. Natürlich haben wir hier relativ viele freie Stellen, das heißt, wir haben einigermaßen freie Hand, wie wir die Grenzen ziehen, wie wir die Küstenlinien ziehen und was wir allgemein so machen wollen. Das heißt, die eigentliche Karte ist von einer Vorlage zu einer Art grober Idee geworden, in die wir eigene Sachen mit einbringen können. Nachdem wir Küstenlinien, Flüsse und Seen vervollständigt haben, haben wir die Möglichkeit, interessante oder wichtige Punkte von der Karte, zum Beispiel Quellen von Flüssen, eingezeichnete Berge, Städte, Dörfer und so weiter, zu übernehmen. Das heißt, wir machen einfach eine neue Ebene, markieren uns auf der Karte, wo diese Punkte sind und können sie dann später in die endgültige Karte übernehmen. Damit die Karte nicht nach absoluter Scheiße aussieht, nehmen wir das Muster, das hier fürs Land genutzt wurde, also diese graue Filter, und legen ihn so unter die Karte, dass das Land komplett mit diesem Filter bedeckt ist. Dann sorgen wir noch für ein paar Feinheiten, also streichen Namen raus, ziehen die Küstenlinien nach, damit der Filter fürs Land nicht in die See geht. Und wir haben unsere vorläufige Karte. Das heißt, wir sind von dem hier, eine Manga-Seite, wo knapp über die Hälfte vom Land bedeckt war, zu dem hier, einer relativ einfachen Landkarte, auf der man so gut wie alles ansiedeln kann, was man möchte. Man kann das jetzt schon benutzen, aber ich gehe mal noch einen kleinen Schritt weiter. Natürlich ist eine graue Karte nicht unbedingt hohe Kunst. Das heißt, wir können erstmal mit Blau oder einer Blaumischung, wenn wir sowas benutzen wollen, das Meer ausfüllen und die Küstenlinien nachziehen. Wenn Küsten und Seen soweit ausgefüllt sind, können wir auf einer anderen Ebene einfach das Land einzeichnen. Dazu nehmen wir die Farbe, die der primären Landschaft entspricht, also in diesem Fall grünlich für Gras. Man könnte auch irgendwas gelblich-braunes für Wüste nehmen oder sowas in der Richtung und füllt damit den kompletten Kontinent aus. Wenn man dann fertig ist, kann man dank der See einfach mit dem Zauberstab arbeiten und bumm, hat man eine eigentlich vollkommen gute Karte. Da die Karte allerdings nicht vollständig ist, wir sehen im Osten ist noch einiges an Platz, was man benutzen könnte, können wir wieder Grenzen benutzen, um die Küstenlinien zu erweitern. Und hier folgt dann im Grunde dasselbe Spiel wie bei der kompletten Karte. Küstenlinien nachziehen, den Filter fürs Land unterlegen, See zeichnen, Land zeichnen, fertig. Das heißt, wir sind jetzt von einer ungefähren Vorlage, die ich in einem Manga gefunden habe, zu einer vollständigen und nutzbaren Weltkarte gekommen, die wir für ein Rollenspiel und sonstiges benutzen können. Natürlich ist das alles rein technisch. Man hat hier keine Ideen, keine Klimazonen und eigentlich überhaupt nichts, was die Welt an und für sich ausmacht. Wir haben hier wirklich nur die grobe Form der Welt. Das heißt, jetzt beginnt der eigentliche kreative Prozess, indem man sagt, ja, man könnte hier irgendwelche eisigen Berge, hier eine Wüste, ich habe hier eine tolle Idee für irgendwas in der See und so weiter und so weiter. Das heißt, auch wenn man die eigentliche Weltkarte in Anführungsstrichen geklaut hat oder halt modifiziert hat in unserem Fall, die komplette Kreativität und alles, was die Welt an und für sich ausmacht, kommt jetzt erst, nachdem die Karte da ist.